Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andi TV. Heute auf Jüst machen wir eine Wanderung über den Hammersee bis zum Billriff. Das ist hin und zurück 19 Kilometer. Da hinten sehen wir schon den Strand. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Sturmflut hier. Man sieht die ganze Sandverfrachtung hier unten. Schon ganz anständig. So, ich würde sagen, wir starten mal los. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich soll 120 Meter bis an den Strand gehen da hinten. Ich zeige euch das mal. Da vorne müssen wir erstmal durch Wasser durch. Ich wünschte, ich hätte Gummistiefel. Habe ich aber nicht. Gibt nasse Füße. Was soll's. Ja, in diesem Sinne, wir starten mal los. Ich kann jetzt leider nicht so viel von hier unterwegs moderieren. Das muss ich alles nachsynchronisieren. Ich stehe zwar hier im Windschatten, aber da unten ist sehr viel Wind. Und ich würde mal sagen, das ist nicht so gut, wenn ihr das hört. Auf YouTube gibt es genug Videos, die durch Windgeräusche dominieren. Das möchte ich euch nicht zumuten. Deshalb werde ich also viel filmen heute und das dann nachsynchronisieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen anders an von der Stimmfarbe her, aber das bitte ich zu entschuldigen. Ist immer noch besser als die scheiß Windgeräusche. Bevor wir jetzt zum Strand runtergehen, zeige ich euch hier nochmal das Kurhaus. Hier, beziehungsweise so ein bisschen schräg dahinter, startet unsere Wanderung. Wir gehen jetzt hier zur Strandpromenade und dann zum Strand runter. Hier sieht man jetzt ganz gut, wie windig das hier ist. Jetzt kann ich euch mal den Originalton ganz kurz einspielen. Ich glaube nicht, dass ihr das wirklich hören wollt. Ein Blick nach Osten, dann schwenken wir mal rum. Da kommt noch mal das Kurhaus ins Bild. Und wir gehen jetzt hier am Strand weiter Richtung Westen. Genau in diese Richtung, in den Dunst da hinten. Hier sehen wir noch mal, wie unruhig die See ist. Irgendwo ganz weit da hinten ist das Billriff. Da wollen wir hin. Ha! Hier in diesem Durchgang sieht man ganz gut, wie der Sturm der letzten Sturmflut den Sand hier im Windschatten schön abgelagert hat. Das hat man auch schon mit dem Radlader teilweise zur Seite geräumt. Jetzt hier auf so einer Aussichtsplattform, wie es hier zu Hunderten auf der Insel gibt. Und da sehen wir das Örtchen Log. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rechts schwenken, dann kommt schon der Hammersee ins Bild. Nun haben wir das Örtchen Log verlassen und sind auf dem Weg zum Hammersee. Hier ist das wieder ein bisschen windgeschützt hinter den Dünen. Der Hammersee ist tatsächlich ein Süßwassersee, obwohl die Nordsee ringsrum alles Salzwasser hat. Ja, der ist 1932 durch eine Sturmflut entstanden, zählt zum Binnensee. Und dem ging voraus, dass 1651 eine Petriflut die Insel hier, also die Insel Jüst, wo wir hier stehen, in zwei Teile geteilt hat. Dann hat man 1770 begonnen, den etwa 2 Kilometer breiten Durchbruch auf der Südseite zu verschließen. Und erst 1928 hat man dann auf der Nordseite, also zur offenen Seite der Nordsee hin, dann hier so ein Damm gebaut. Dann brach 1932 das Wasser einer Sturmflut über die nördliche Deichkette und beziehungsweise Dünenkette in das Gelände hier, floss nicht mehr ab und bildete dann halt diesen See. Und im Laufe der Zeit ging der Salzgehalt des Sees immer weiter zurück, sodass es heute also ein Süßwassersee ist.
stehe jetzt wieder auf so einer Aussichtsplattform, eine von was weiß ich wie viel. Ja, hier sieht man jetzt auf dieser Schautafel, das hat man hier so überall, diese Schautafeln, bei 1650, da war die Insel noch eins, bei 1715 war sie schon geteilt. Und wenn man da mal weiter guckt, bei 1740 ist immer noch geteilt, bei 1800 ist sie noch geteilt, bei 1866 und dann 1892. Da hat man schon auf der Südseite den Damm gebaut und so, dass dann auf der Nordseite eine Bucht entstand. Und dann 1925 den Deich, der jetzt hier auch ins Bild kommt, den man jetzt hier auch gut erkennen kann. Rechts davon, wie gesagt, der Hammersee. So, wenn wir hier rechts schwenken, kommt ein Wald ins Bild. Das hat die Insel dem Otto Lege zu verdanken, der hier also Bäume gepflanzt hat. Dafür gibt es auch im Ostteil einen Otto Lege-Pfad. Ja, durch diesen Wald gehen wir jetzt mal durch, weiter in Richtung Billriff, zur Westspitze. Das ist ja wohl irre hier. Das ist ja mal richtig irre. Ich glaube, wenn Laub auf den Bäumen ist, ist das noch schöner. Und es geht tatsächlich mal wieder bergauf. Das sollte man nicht glauben, auf einer Insel. Bald vor wie im Harz hier, so ein Saumpfad. Jetzt noch mal ein Blick über die Salzwiesen zum Wattenmeer und ganz da hinten sieht man auch, meine ich zu sehen, sage ich mal so, das Festland. So, hier ist Schluss. Unser Weg ist gesperrt. Wir kommen also nicht hier rüber über die Dünen, weil da steht drauf hohe Abbruchkante. Hier sehen wir jetzt auf der Karte schon das Billriff. Der rote Punkt unterhalb der Westbarke, das sind wir. Der violette Punkt weiter rechts, das ist da eben gewesen, wo der Weg gesperrt war. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten, da links von der Vegetation, da ist der Weg auch noch eingezeichnet, da lang gehen. Falls wir heute keine Robben sehen, haben wir sie zumindest auf dem Schild hier gesehen. Ha. Ja, das ist unser Weg. Ich wünschte, ich hätte Gummistiefeln, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ne? Würden mir echt weiterhelfen hier. Aber durch so ein bisschen Wasser lasse ich mich nicht aufhalten. Wir setzen unseren Weg Richtung Küste, also Richtung Billriff fort. Jetzt sieht man wieder ganz gut, wie windig das hier ist. Wenn jemand meint, er braucht ein Ganzkörperpeeling, braucht er sich bloß nackt hier in den Wind stellen. Den Rest besorgt der Sandmann, wird sandgestrahlt. So,
So, wir sind jetzt hier am Billriff angekommen. Weiter können wir nicht gehen. Jetzt gucken wir mal zur Nachbarinsel rüber. Das ist die Vogelschutzinsel Memmert. Da wohnt bloß ein Mensch drauf. Das auch nur im Sommer. Das ist ein Ornithologe. Das sind also die Menschen, die gut zu Vögeln sind. Jetzt blicken wir in die Richtung, aus der wir gekommen wären, wenn der Weg vorhin nicht gesperrt wäre. Und hier sieht man jetzt auch ganz gut, was an den Dünen abgebrochen ist von der letzten Sturmflut. Hier kann man das nochmal richtig gut sehen, was da so auf halber Höhe liegt oder auf Dreiviertelhöhe. Das war alles mal ganz oben. Und da sieht man jetzt nochmal, wie hoch die Dünen teilweise abgetragen wurden. Das also geht fast bis zur Spitze da oben hin, wo alles weggerutscht ist. Auch die weitergehende Dünenkette hat es hier so richtig erwischt. So, jetzt haben wir doch noch eine Robbe gesehen. Ist zwar eine Ohrenrobbe, also Seelöwe. Egal. So, wir machen es jetzt auf dem Heimweg. Gehen jetzt auch wieder am Hammersee vorbei, diesmal auf der Südseite. Auch wieder durch das kleine Wäldchen durch, ein Stück weit jedenfalls. Und wir haben es jetzt ungefähr 8-9 Kilometer bis zum Ziel. Das erinnert mich jetzt doch so ein bisschen entfernt an die Sümpelbuchen in Bad Nenndorf. Aber nur ein bisschen. Hier nochmal der Hammersee, Südseite jetzt. Ich habe das Gefühl, der Sturm nimmt wieder zu. Wir hatten ja vorgestern erst die Sturmflut. Es rauscht schon ganz schön hier und ich würde mal sagen, machen wir, dass wir nach Hause kommen. Diese Tour könnt ihr wie immer auf komoot.de nachgucken. Ich verlinke euch das mal im Abspann und in der Infobox unten unter dem Video. Wer Lust hat, kann das dann ja auch mal gehen. Würde mich freuen, wenn ihr das mal dann in die Kommentare postet oder so.
auch gerne Touren vorstelle, könnt ihr mir auch posten, gar kein Problem. Ich gehe das dann mal ab. Ist das eine tolle Lichtstimmung? Mal ganz ehrlich. Dieser Leuchtturm ist tatsächlich ein Kuriosum. Der leuchtet nämlich ins Landesinnere statt nach draußen auf die See. Der hat nämlich früher auf der Vogelschutzinsel Memmert gestanden, dann hat man den da nicht mehr gebraucht. Dann hat man den abgerissen und irgendein Verein hat sich dann darum gekümmert, dass der hier wieder an dieser Stelle wieder aufgebaut wird. Da es aber kein zugelassenes Seezeichen ist, darf er nicht auf die See rausleuchten, sondern ist jetzt nur eine Touristenattraktion und leuchtet einfach nur ins Landesinnere. So, das war's für dieses Mal von Jüst. Wir haben jetzt noch 460 Meter vor uns, 18,8 haben wir hinter uns. Ich befinde mich in so einem Deichdurchlass hier, das mache ich deshalb, weil es hier Windschatten hat, sonst würdet ihr mich nicht verstehen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weiß noch nicht von wo, schauen wir mal. Ich sage mal Tschüss.